Auch zwei Wochen nach Beginn der Belagerung gibt es noch immer kein Zeichen von den europäischen Entsatztruppen. Sie haben sich nach der Eroberung der Taku Force an der Stadt Tianjin festgerannt. Es ist das letzte Hindernis auf dem Weg nach Peking. Es kommt zu schweren Kämpfen mit kaiserlichen Truppen und Boxerverbänden. Der Sieg steht auf Messers Schneide und mit ihm das Schicksal der Belagerten in Peking. In der verbotenen Stadt müssen sich die Höflinge vor der Kaiserin rechtfertigen. Ihr wurde versichert, die Regierungstruppen könnten die Europäer besiegen. Doch bisher verlaufen die Kämpfe wenig erfolgreich. Die Hardliner versprechen nach wie vor, dass sie die fremden Teufel zurück ins Meer treiben würden. Die Gemäßigten widersprechen heftig. Prinz Duan fordert einen Angriff auf das Diplomatenviertel, der die Entscheidung bringen soll. Doch die Kaiserin hält es für klüger, nur den militärischen Druck zu verstärken. Als potenzielle Geiseln sind die Diplomaten wertvoll. Jeden Tag müssen die Verteidiger weitere Verluste beklagen. Zivilisten wie Morrison stoßen als Freiwillige zur kämpfenden Truppe. Jeder Mann wird dringend benötigt. Doch die Gefechte beschränkten sich nicht allein auf die Barrikaden. Hier in den verwinkelten Seitengassen nahe den Botschaften finden unerbittliche Nahkämpfe statt. George Morrison befindet sich gemeinsam mit Captain Strouds auf dem Rückweg von einem solchen Unternehmen. Es ist der 16. Juli 1900, der 26. Tag der Belagerung. Es war der bisher dunkelste Tag der Belagerung. George Morrison wurde mit einer Fleischwunde am Bein hereingebracht. Und fast zur gleichen Zeit kam Captain Strouds mit einem zerschmetterten Oberschenkel herein. Morrison überlebt. Der britische Captain hat weniger Glück. Die Kugel hat eine Arterie zerrissen. Trotz des Beschusses wird Strouds mit allen Ehren beerdigt. MacDonald hat seinen besten Offizier verloren und ist dem Verzweifeln nahe. Da erscheint ein Unterhändler mit einer Botschaft vom Hofe. Man bittet um eine Feuerpause. MacDonald rätselt, ob man es ernst meint oder ob es sich um einen Trick der Chinesen handelt. Was MacDonald nicht weiß, der Hof hat eine Nachricht aus Tianjin erhalten. Die Stadt ist gefallen. Ausländische Truppen plündern Häuser. Gefangene werden erschossen. Die kaiserliche Dynastie befindet sich in tödlicher Gefahr. Tianjin ist gefallen, Taku ist gefallen. Das heißt, der Weg nach Peking ist frei. Nichts kann die Truppen der Ausländer mehr aufhalten, die auf Rache sind. Es ist ganz klar, dass die Kaiserin nach einer Lösung sucht. Diese Männer haben uns einen Monat lang belagert. Und plötzlich zeigen sie alle Zeichen von Freundschaft. Es heißt sogar, die Japaner hätten Gewehre für 15 Dollar pro Stück gekauft. Eine unglaubliche Geschichte. Nur nicht in China. Doch noch stehen den Belagerten lange Wochen bevor, in denen die Kämpfe immer wieder aufflammen. Als am 12. August schließlich ein westliches Entsatzheer die Tore Pekings erreicht, droht den Verteidigern noch einmal die allergrößte Gefahr. Denn in diesem Moment bereiten Boxer und Regierungssoldaten auf eigene Faust einen finalen Angriff vor. Ah!
Mit dem Schlachtruf Schah, Schah, tötet, tötet, griffen uns Soldaten und Boxer an. Doch die chinesischen Einheiten sind zu schwach, um durchzubrechen. Dann ist endlich die europäische Armee da. Die Kaiserin, ihre Familie und der Hofstaat fliehen aus der Stadt. Der Boxerkrieg ist die größte Erniedrigung in der Geschichte Chinas. Es ist ein gewaltiges historisches Ereignis, bei dem die Chinesen fast alles verlieren, einschließlich ihrer moralischen Stärke. Als britisch-indische Truppen endlich das Diplomatenviertel erreichen, kennt die Freude unter den Verteidigern keine Grenzen mehr. Sie können es gar nicht glauben, dass nach 55 Tagen die Belagerung vorbei ist. Am 15. August 1900 besetzen westliche Truppen die verbotene Stadt. China muss jahrzehntelang Reparationen entrichten. 1912 fällt das Kaisertum. Heute ist der Boxerkrieg in Europa weitgehend vergessen. In China dagegen weiß jedes Schulkind, was im Jahre 1900 in Peking geschah. Der gescheiterte Kampf gegen die Ausländer ist wie in das Gedächtnis des Landes eingebrannt. Die DVD-Box zu den Terra X China-Dokus erhalten Sie im Handel und im ZDF-Online-Shop. Und die Leseempfehlungen zu China für 1 Euro in Briefmarken bei Stiftung Lesen in Mainz.